willkommen zu Testy Taste. Für die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Und heute habe ich wieder einen eurer beliebten YouTuber geholt, aber mal was Neues, denn ich packe hier mit euch die Boxen auch direkt aus und mache einen Live-Test mit den Produkten. Das wird mega cool, glaube ich. Und es gibt auch noch eine kleine Verlosung mit dabei. Was heißt eine kleine? Eigentlich eine schon große Verlosung. Starten wir direkt mal. Ich habe hier die Trendradar-Box, die aktuelle. Die wollte ich ganz gerne mit euch direkt hier mal auspacken. Und zwar starten wir einfach mal. Hier ist wieder die Preisliste dabei. Und zwar einmal mit einem mega coolen T-Shirt, was ich gerade hier drin gefunden habe. Da ist so ein süßer Aufdruck drauf. Total schön, finde ich, für den Sommer. Das kostet sonst 24,99. Wir rechnen am Ende wieder die Preise zusammen. Dann war hier drin, den habe ich schon getrunken, weil ich einfach ein bisschen was testen wollte für euch schon. Ein Kokosnusswasser von Dr. Antonio Martins für 2,99 Euro sonst, das Paketchen. Was haben wir als nächstes drin? Ah, ein Birkenzucker. Kennt ihr das? Das ist Xylit. Das ist so ein Zuckerersatzstoff und es ist sonst schweineteuer. Und das ist hier einfach drin. Das sind 200 Gramm und das kostet sonst 4,99 Euro für 200 Gramm. Das sieht jetzt sehr groß aus, aber 200 Gramm, wisst ihr, ist nicht viel. So, dann haben wir ein Slow Food Superfood Trinitario Kakao in Rohkostqualität. Kakaobohnen, okay, roh, ungeschält und fermentiert. Was mache ich damit, Leute? Hilfe, schreibt es mir in die Kommentare. Das Ganze hat 4,95 gekostet. Ist gut für Smoothies, Müsli oder Gebäck. Ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. So, das nächste, was wir hier haben, oder sollte ich vielleicht auch wegtun, dass es leer ist, ist eine Luvas-Maske, eine Anti-Pickel-Maske, die kenne ich tatsächlich schon. Kostet sonst 1,49. Dann habe ich schon zwei von diesen Riegeln aufgegessen, die hier drin waren. Die habe ich auch als Instagram-Empfehlung euch gegeben. Die sind so, so lecker. Probiert die auf jeden Fall aus. Da kostet ein Riegel 1,98 sonst. Aber mega lecker, echt. Was haben wir hier? Ein Mandala-Traum. Edle Postkarten zum Ausmalen. Okay. Ach cool, sogar richtig schöne sind da drin. Mit, ja, so metallic. Total süß. Das Ganze steht drauf, für 10 Euro kostet das. Wie steht es hier drin auch für 10 Euro? Das wäre ja doof, wenn das anders wäre. Dann haben wir eine Schokolade von Benoit Nihant. So sieht sie aus. Ich suche sie aber gerade hier drauf. Wo ist sie? Hallo, wo bist du? Sie ist nicht hier drauf. Was ist das jetzt, eine Extrabeigabe? I don't know. Hilfe! Ja, auf jeden Fall ist sie hier drin. Aber sie ist nicht in meinem Heft. Keine Ahnung, was ist da los? Machen wir einfach weiter. Wir haben hier ein Chili con Carne von Lebensbaum. Okay, das ist so eine Gewürzmischung. Kostet 1,29 sonst. So, weiter geht's. Dann haben wir hier, das interessiert mich sehr, von Fair Organic Vegan, nee, nicht von Fair Organic, von I plus M, ein Phyto Balance Fluid mit Malve und Hyaluron. So sieht's aus. Das kostet sonst 16,90 €. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was das denn so kann. Dann finde ich hier noch so einen kleinen Nagellack drin von Spiritual. Schüttel den mal, weil der hat sich so ein bisschen abgesetzt. In Orange, schwierige Farbe, aber wir probieren es. So sieht's aus und kostet sonst 8,90 €. Was kann der denn so Tolles? Jetzt müssen wir gucken. Umweltbewusstes Label, vegan, okay. Also ein veganer Nagellack. Okay. dann finde ich aber noch was drin. Und zwar ist hier so ein Buch wieder, beziehungsweise ein Heft drin. Und das nennt sich Green Lifestyle. Das kostet sonst 4,90 €. Da war letztes Mal auch schon so ein Magazin mit drin. Das fand ich auch richtig, richtig gut. So, jetzt rechnen wir mal. Wir sind tatsächlich wieder bei 85,36 €. Also eine Menge mehr, als die Box kostet. Ja, hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt. Das Motto war dieses Mal übrigens Soul. Die Trendbox Soul war das. Ja, und ich war auf jeden Fall wieder begeistert, wie immer. So, wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Und da hatte ich auch eine Box zugeschickt bekommen, und zwar von My Little Box. Die habe ich aber schon in einem eigenen Video angeboxt, da könnt ihr nochmal reinschauen. Die verlinke ich euch oben. Die war nämlich auch sehr, sehr schön. So, jetzt kommen wir, wozu kommen wir denn? Ich bin hier schon ganz
gespannt. Hier steht nämlich noch einiges rum. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem... Wir starten mit dem, was ich auch gleich verlos habe. Und zwar hat mich hier ein Päckchen erreicht von der Firma Niedermeyer, Dr. Niedermeyer, Natural Luxury. Und die haben mir ein Regulat-Essenz, eine Regulat-Essenz von Regulat Magic Mousse geschickt. Das ist eine Hautpflege. So sieht's aus, Regulat-Essenz. So sieht's von vorne aus. Und es ist ein Hyaluron 3D-Komplex, ein sofortiger Glätte-Effekt, beziehungsweise auch ein nachhaltiger Glätte-Effekt. Und davon habe ich nicht nur eins zugeschickt bekommen, sondern zwei. Also darf ich eins davon verlosen an euch und das freut mich immer besonders. Und das mache ich. Let's go! Das Ganze kostet 59,90 in dieser Schaum, wo ich gerade sagte, kleine Verlosung. Ihr könnt mal eben was für 60 Euro gewinnen. Sieht super duper hochwertig aus, wie ich finde. Und der ist für den ganzen Körper mit Hyaluron, Nieder- und Hochmolekular. Das ist einfach immer so das Wichtige. Wichtig, gut schütteln und aufrecht halten. Und das testen wir jetzt sofort aus, weil ich ja gesagt habe, das gibt jetzt hier einen richtigen Live-Test. Und wir sprühen das direkt bei... krasser Schaum. Auf meinen Arm. Das soll die ganzen Sonnenschäden und von falscher Pflege die Schäden beheben. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel genommen. Also ich glaube, ihr kommt echt lange damit hin. So. Und es fühlt sich auf jeden Fall mega geschmeidig an. Also richtig schön weich. Duftet ganz relativ neutral. Also ganz, ganz leicht parfümiert für jemanden, der irgendwie da Probleme mit hat. Und die Haut fühlt sich super gepflegt an. Richtig toll. Guckt mal. Super gepflegt. Also wirklich ganz, ganz toll. Zieht sofort ein. Also bleibt auch wirklich nicht lange auf der Haut, sondern zieht direkt in die Haut ein. Und ich finde, die Hand sieht schon ein bisschen faltenfreier aus. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vertue oder ob das einfach die Pflege ist. Guck mal, diese Hand hier ist nicht eingecremt. Die andere ist eingecremt. Ich finde, man sieht einen Unterschied. Ich hoffe, ihr seht das auch so in der Kamera. Aber in live sehe ich auf jeden Fall, dass das irgendwie das Ganze glatter wirkt als die andere Hand. Und der Arm auch. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied erkennt. Das ist immer so hell, ne? Jetzt kommt so der Duft raus. Riecht sehr, sehr lecker. Also auf jeden Fall ein richtig cooles Produkt. Ja, was ihr dafür tun müsst, um dieses Produkt zu gewinnen, ist einfach nur Abonnent meines Kanals zu sein oder zu werden, falls es noch nicht sein sollte. Dem Video einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar mit dem Hashtag Gewinn verfassen. Ich wollte erst sagen mit dem Hashtag Regulat-Essenz, aber ich glaube, das war zu schwierig. Also mit dem Hashtag Gewinn verfassen und schon seid ihr im Lostopf. Je mehr Kommentare sind, desto mehr Lose bekommt ihr natürlich wie immer. Und alles andere weitere findet ihr in der Infobox. Und jetzt geht's auch schon. Ich habe noch ein paar coole Pakete zugeschickt bekommen. Ich würde sagen, die Pflegepakete machen wir zum Schluss und machen jetzt mal hier ein Paket von der Tattoo Ria, La Viala. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die machen halt super leckere Sachen, ist in Italien wirklich, die machen Olivenöle, Weine, Nudeln und sonstiges und das ist halt immer super liebevoll verpackt und die haben mir hier so ein Päckchen geschickt, da ist einmal der Katalog drin und das ist halt immer super süß, also ihr könnt genau nachvollziehen, wo das alles her ist und schaut euch mal bitte an, wie süß die das verpackt haben. Oh mein Gott, ups, da kommt mir schon was entgegengeflogen. Total niedlich, hier sind so ein paar Spaghetti drin. Dann haben wir hier so einen kleinen Weißweinessig, so ein Bianco. Dann haben wir einen kleinen Öffner für diese Flaschen, weil das alles wirkliche Korkflaschen sind. Aus deren Olivenbäumen übrigens gemacht, habe ich gelesen. Dann ist hier was ist das? Achso, das ist so eine Tomatensoße. Eine selbstgemachte. Und noch so ein kleines süßes Oliven. Und ich finde diese Größen so niedlich. Guckt euch das mal an, wie süß ist das bitte? Ja, total süß. Also ich verlinke euch auch alle Firmen natürlich wieder in der Infobox, damit ihr da reinschaut. Ich habe nämlich auch ein süßes Paket erreicht. Habt ihr sicherlich bei Instagram gesehen. Wenn ihr mir da schon folgt, ansonsten folgt mir doch jetzt bitte. Da heiße ich nämlich auch Tasty Tasty. Und die haben mir hier drei coole Produkte eingepackt, die wir jetzt auch zusammen testen werden. Wir haben hier einmal eine Augencreme. Glättet und regeneriert. So sieht sie aus. Dann haben wir ein Pflegeöl und das finde ich echt cool, weil das habe ich zum Beispiel auch in der Schwangerschaft, also es gibt es auch extra für Schwangere, habe ich das benutzt. Und dann habe ich was richtig, richtig Cooles und zwar ein Reinigungsöl und Maske gleichzeitig. Und ich würde sagen, dass... Hey ihr Lieben, wir sind im Badezimmer zurück
Und ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen durchgelesen. So sieht das Ganze aus. Mega cool. Man soll sich davon 4 bis 5 Pumpstöße aufs Gesicht geben und das dann einfach mit warmem Wasser abwaschen. Und da bin ich echt super gespannt drauf, weil ich habe ein heftiges Make-up drauf. Ja, wie ihr seht. Ich habe Glitzer drauf. Ich habe matten Lippenstift drauf. Und jetzt bin ich super, super gespannt, wie das so klappt. Okay, ich gebe es mir auf jeden Fall schon mal aufs Gesicht. Okay, jetzt habe ich mir, glaube ich, das ganze Glitzer verrieben. Nehmen wir ein bisschen warmes Wasser. Bin jetzt echt gespannt, wie das denn so klappt. Das klappt. Also ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist noch ganz, ganz leicht von Mascara ein bisschen, aber sonst und ein bisschen Lippenstift. Aber das kriege ich jetzt auch gleich mit dem Toner weg. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Jetzt testen wir die Maske. Und 2-in-1 Produkt, was ich cool fand. Also das Reinigungsöl fand ich total klasse, weil ich kenne Reinigungsöl nur, dass man das auf dem Wattepad macht und dann sein Gesicht reinigt. Aber ich kannte es nicht, dass man das mit Wasser dann so emulgiert im Prinzip. Und dann, also es hat mich auf jeden Fall begeistert. Meine Haut ist jetzt schon super weich. Und jetzt können wir diese Maskenfunktion davon testen und nehmen auch da wieder 4 bis 5 Pumpstöße. 1, 2, 3, 4, 5. So, und verteilen das im Gesicht bis auf die Augenpartie und lassen das Ganze dann, ich hatte es gerade gelesen, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, 5 Minuten einwirken und dann sehen wir uns. Die 5 Minuten sind um, ich habe das Ganze mit lauwarmem Wasser abgewaschen und guck mal mein Gesicht, ich habe mega so einen Glowy-Effekt, seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, also ich bin mega begeistert, als Maske super, als Reinigung super und vor allem, wenn ihr viel auf Reisen seid oder so, halt auch eine super Kombi. Ihr müsst nicht mehrere Produkte mitschleppen. Aber jetzt testen wir natürlich auch noch die Augencreme erstmal. So sieht sie aus. Wie kommt sie denn daher? Oh, upsala. Okay, sie ist weiß und eher so fluidmäßig, also jetzt gar nicht so richtig dick Augencrememäßig. Ich glaube, ich habe zu wenig benutzt, oder? Sie riecht ganz neutral, also äußerst wenig parfümiert und lässt sich super verreiben. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier denn auch einen Unterschied sehe. Wir müssen mal kurz warten, bis das eingeht. Ich habe jetzt einfach mal 2-3 Minütchen gewartet. Und jetzt sieht man es vielleicht schon, es wirkt irgendwie alles geglätteter so ein bisschen, finde ich. Aufgepolstert würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach so gepflegt geglättet. Wisst ihr, was ich meine? Also jetzt nicht so boom, sondern einfach so ein bisschen. Also finde ich richtig gut. Also für das Alltägliche finde ich die total super. Jetzt haben wir aber ja noch was zum Testen. Und zwar das Pflegeöl Skincare. So sieht es aus. Wie gesagt, das für Schwangere habe ich schon in der Schwangerschaft benutzt. Das sieht sehr ähnlich aus. So kommt es her in so einem 125 ml Fläschchen. Und jetzt gucken wir mal, ob es auch genauso aussieht von innen. Oh ja, es ist wieder sehr flüssig. Also auch nicht so ein festes Öl. Ja, lässt sich super auftragen, super verteilen. Ich finde sowas immer sehr, sehr schön, so Öle. Also die habe ich wirklich für mich entdeckt, muss ich sagen. Auch fürs Gesicht mittlerweile. Die lassen einfach immer so einen schönen Glow hinterlassen. Also finde ich, ich weiß nicht, das ist mit Creme irgendwie selten erreichbar. Riecht auch wieder super neutral. Ein bisschen so ein ganz leichter, parfümierter Geruch. Und die Haut ist halt super geschmeidig. Ja, und sieht sehr, sehr gepflegt aus. Im Gegensatz zum anderen Arm. Ich hoffe, ihr seht das. Vielleicht so besser. Also hier ist auf jeden Fall der gecremte Arm und hier nicht. Aber ich denke, durch das Licht wird es schwierig zu erkennen sein. Genau. Sehr schön. Ich glaube, man kann das auch fürs Gesicht verwenden. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, weil hier steht nach der Reinigung auf die noch feuchte Haut auftragen. Freiöl, falls ihr das seht, bitte sagt mir, ob man das auch fürs Gesicht. Skincare, also das ist wahrscheinlich für alles an Haut, ne? Also es ist eigentlich gegen Narben, Dehnungsstreifen und ungleichmäßige Hauttönung. Ja. Ich bin gespannt. Immer noch ein Paket von der Firma Spilantox stehen, aber das teste ich morgen mit euch, beziehungsweise mache das jetzt auch in dem Video natürlich, aber nicht wundern, dass ich jetzt irgendwie anders aussehe gleich, denn es hat für mich nicht viel Sinn gemacht, erst die einen Sachen aufzutragen und dann nochmal was hinterherzugeben. Deswegen warte ich bis morgen ab und zeige euch das dann, aber wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe. Neuer Tag, neuer Test. Und zwar habe ich so ein cooles Paket von der Firma Spilantox erreicht. Die einen oder anderen kennen es bestimmt schon von DM, weil da steht das jetzt immer so im Skincare-Regal. Und das hat mich super lang schon angelacht. Und ich packe hier einfach jetzt gerade mal aus, was die mir so zugeschickt haben.
Und ich wollte es unbedingt testen, weil ich es einfach mega cool finde. Also hier haben wir drei Produkte zugeschickt. Und das testen wir jetzt alles nacheinander durch. Und zwar einmal benutzen wir zuerst den Delivery System Cleanser. Das ist alles so Anti-Age-Pflege. Das ist ein mega großes Paket, Leute. Das ist echt Wahnsinn. Und richtig hochwertig, endlich mal in der Drogerie verpackt. Das ist so selten. Guckt mal, wie schön in diesen braunen Glasflaschen. Und ja, so ein bisschen hochwertiger einfach gemacht und nicht in Plastik oder sonst irgendwie was. So, das gebe ich jetzt einfach auf ein Wattepad. Das Ganze ist übrigens, ja, jetzt muss ich kurz gucken, wie der Wirkstoff heißt. Spilanthol und Acmella oder Acmella oleracea. Ups. Und das sorgt für eine sofortige Mimikglättung. Heißt, es wirkt wie so ein Botox von außen. Und der Spruch ist ja auch Board of Botox. Und da bin ich richtig gespannt, ob das wirklich klappt. Deswegen geben wir den ganzen Mitteln, glaube ich, erstmal immer ein paar Minuten zum Wirken. So, ich gebe das jetzt hier drauf. Das ist komplett flüssig und durchsichtig. Und wirklich so eine wässrige Konsistenz. Das ist jetzt dieser Cleanser, den ich drauf gebe. Ich glaube, ich habe zu viel genommen. So, einmal das komplette Gesicht. Das riecht super zitrisch. Das erinnert mich so ein bisschen an mein Akara-Öl für die Haare. Das riecht auch so. So, und jetzt war... Okay, Leute, das ist so krass. Ich habe jetzt kurz gewartet. Es tut alles, was ein Cleanser tun soll, es reinigt und er zieht die Poren zusammen. Aber was krass ist, meine Stirnfalten sind verschwunden. Ich hoffe, ihr seht das. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt mit der Belichtung. Das ist so krass. Die haben sich so, keine Ahnung, zusammengezogen, verkleinert. Die wirken nicht mehr so tief. Also das habe ich noch nie gesehen, sowas. Das ist echt der Hammer. Ich bin ein bisschen begeistert, muss ich sagen. So, als nächstes testen wir das Spilantox Therapy Face Splash. Und da war ich auch super gespannt drauf, weil das ist so ein, ja, auch to go halt richtig gut. Und zwar sprüht man sich das ins Gesicht, hier seht ihr das, das ist so ein Spray, auf dem Gesicht zerstäuben und einwirken lassen. Anti-Aging to go. Okay, und da ist auch wieder dieser Wirkstoff drin. Ich mache die Augen zu. Auch wieder sehr, sehr zitrisch. Ich tupft das so ein bisschen, weil der Sprühstoß ist ein bisschen feste, finde ich, dafür. Das heißt, ich vertupfe es so ein bisschen, sagen wir es mal so. Da hätte mir jetzt tatsächlich besser gefallen, so ein Nebel, wie von diesem... Mein Akku war gerade leer. ich wollte nur noch sagen, irgendwie, dass es besser wäre, so einen Nebel zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Dass man so einmal das komplette Gesicht halt eingenebelt hat. Aber es funktioniert auch so. Was hier noch drauf stand, dass es extra so ein Grapefruit- und Orangenduftöl drin hat, damit das Ganze auch noch gute Laune versprüht. Und das tut es tatsächlich. Und wenn ihr jetzt mal guckt, irgendwie werden es immer weniger Falten. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also die Haut wirkt so, ja, so frisch, keine Ahnung, jugendlich, also so ein bisschen gepflegt und ja, einfach halt glatter. Das ist total krass. Ich weiß nicht, wie die das machen. Also ich kann trotzdem alles bewegen, weil man hat ja immer ein bisschen Angst, wenn man sowas hört, dass die Mimik geglättet wird oder stillgelegt, keine Ahnung. Aber das tut es überhaupt nicht. Also das ist einfach nur so ein richtig cooler Pflegeeffekt. Und jetzt kommt natürlich auch noch die Creme. So sieht die aus. Auch wieder in diesem grünen Packaging. Ist übrigens alles dermatologisch getestet und Naturkosmetik. So. Moment, Moment, Moment. So, jetzt kriegen wir es raus. Auch wieder in so einem coolen Braunglas-Tiegel. Also super auch zum Hinstellen, finde ich. Sowas finde ich immer super schön. Guckt mal. Ich hoffe, der fokussiert uns jetzt hier so ein bisschen mal. Komm schon. Ja. Ja, jetzt haben wir es. Täglich morgens sanft auf das gereinigte Gesicht auftragen. Genießt das frische Gefühl, steht drauf. Good Morning Anti-Wrinkle Moisturizer. Das riecht relativ neutral, das Ganze. Ist eine weiße Creme. Und da gehe ich jetzt mal rein und trage die auf. Ja, lässt sich super gut verteilen. Ich habe leider wieder ein bisschen zu viel, glaube ich, genommen. Ich glaube, es ist eine sehr ergiebige Creme. Und auch da würde ich sagen, warten wir mal wieder ein paar Minütchen, um das Ganze wirken.
Ja, schaut mal, super schön gepflegte Haut. Also ich bin mega begeistert. Die Serie gefällt mir richtig gut. Die solltet ihr auf jeden Fall testen. Ich habe auch schon Tester bei DM gesehen. Also da solltet ihr auf jeden Fall mal zuschlagen, dem Ganzen ein paar Minütchen Einwegzeit geben und dann ja, lasst euch auf jeden Fall verzaubern. Also am krassesten fand ich einfach den Cleanser, was der für eine Haut gemacht hat und dieses Face Splash. Die Creme, die ist aber auch super pflegend. Aber so den heftigsten Effekt, fand ich, haben diese beiden in Kombination gegeben. Hat mir richtig gut gefallen. Die werde ich auf jeden Fall jetzt immer weiter benutzen. Ja, sehr cool. Hat mich sehr gefreut. So, das war es auch an Produkten, die ich hier noch zustehen, die ich zugeschickt bekommen habe und hier stehen hatte. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an die Pflanzenfirmen, die mir die Sachen immer zuschicken zum Testen. Und ja, bin ich immer sehr dankbar für, damit ich halt auch euch immer so ein bisschen, ja, so kleine Reviews geben kann zu den Produkten. Und es macht mir halt immer super viel Spaß. Ja, ansonsten macht gerne noch bei meiner Verlosung mit. Einmal die Verlosung, die hier im Video läuft. Und ich habe auch noch eine 3000 Abonnenten-Verlosung laufen. Da könnt ihr Beauty im Wert von 3000 Euro, 300 Euro gewinnen. 3000. Das wollen wir mal nicht vorschreiben hier, ne? ja, macht da auch gerne noch mit. Ich verlinke euch das Video. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sagt Tschüss und bis dahin, eure Laura.